Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einen neuen Emote drin, und zwar den sauberen Groove hier unten rechts für 500 V-Bucks. Den werde ich euch natürlich gleich zeigen. Zu Beginn aber erstmal eine ziemlich interessante Info. Und zwar hat Fortnite gestern Abend aus Versehen schon einen neuen Skin geleakt, der heute dann gar nicht in den Shop gekommen ist. Und zwar haben sie auf Twitter wieder eine Insta-Story gemacht. Das machen die immer, wenn sie einen neuen Skin bringen. Dann zeigen sie da so einen Render von dem neuen Skin. Und das haben sie gestern Abend aus Versehen schon von einem Skin rausgehauen, der jetzt gar nicht in den Shop gekommen ist. Also haben wir jetzt schon einen Leak von dem Skin, der bald kommen wird, von Fortnite selbst. Aus Versehen ist das gestern Abend halt in die Insta-Story gerutscht. Der Backpack schaut, finde ich, ziemlich interessant aus. Ich weiß nicht, ob das Flügel sein sollen oder vielleicht so eine Schneeflocke, so eine Eisschneeflocke. Gefällt mir auf jeden Fall der Skin und bin ich mal gespannt, wann er denn rauskommen wird. Dazu wissen wir noch nichts Genaues. Vielleicht kommt er morgen raus, vielleicht auch erst die nächsten Tage oder so. Auf jeden Fall, ja, wurde der aus Versehen schon geleakt und ich wollte euch einfach mal kurz die Info geben, denn ihr wisst ja, hier bei mir im Daily Shop erfahrt ihr immer alle neuen Infos rund um Skins, Shop und so weiter, alle Updates. Also, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne natürlich auch ein Abo da lassen. Und falls ihr solche News nicht mehr verpassen wollt, unbedingt auch die Glocke aktivieren. Einfach kurz runterscrollen und auf die kleine Glocke neben dem Abo-Button klicken. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ihr bleibt halt immer top aktuell. Also lohnt es sich auf jeden Fall, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem heutigen Shop mal schnell an. Wir beginnen ganz links auf der Seite. Da sind heute keine neuen Sachen drin. Gestern kam ja schon der Cloaked Shadow. Ein sehr, sehr cooler Skin für 1500 V-Bucks. Ich feiere die Flüge immer noch sehr. Ich habe sie heute auch im Stream die ganze Zeit gespielt. Ich habe ja wieder abends bis zum neuen Shop gestreamt. Und diese Flüge sind einfach richtig geil. Ich habe sie schon zu sehr, sehr vielen verschiedenen Skins getestet und sie passen einfach unglaublich gut. Deswegen kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen, sich diesen Skin hier zu holen. Für 1500 V-Bucks auf jeden Fall auch noch in Ordnung. Der Skin selbst ist auch ziemlich geil, aber die Flüge reißen das dann auf jeden Fall nochmal raus. Und wenn ihr euch irgendwas holt, Leute, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Creator-Code angeben. Einfach nur Snoxy als Creator eintragen. Snoxy, mein Kanal, und dann ist jetzt Ende dran. Ich blende es euch hier oben nochmal ein, wie man das genau schreiben muss. Einfach dort eintragen und gerne nochmal nachschauen, ob das noch eingetragen ist. An all die Leute, die es jetzt schon mal die letzten Tage und Wochen gemacht haben. Denn alle 14 Tage wird es ja wieder zurückgesetzt. Also schaut unbedingt bitte mal nach, wenn ihr nachher eine Runde Fortnite spielt, ob dort Snoxy noch eingetragen ist. Und falls nicht, tragt es gerne neu ein. Würde mich sehr supporten. Und ihr könnt jeden Tag wieder neue Sachen gewinnen. Auch heute könnt ihr wieder den neuen Emote gewinnen. Die Auflösung kommt immer am Ende des Videos. Also bleibt auch noch gerne dran. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Lebkuchen-Skins. Da ist heute wieder das Lebkuchen-Set wieder komplett drin. Das ist einmal der männliche Lebkuchen-Skin. Dann noch der weibliche Lebkuchen-Skin. Beide für 1500 V-Bucks. Und dann noch die Hacke, die Plätzchenform. Spielt mir kurz den Sound ab. Zack, und dann noch der Gleiter, Lebkuchen für 500 V-Bucks. Ja, ein ganz cooles Set. Ich denke mal, Fortnite weiß das, oder Epic Games weiß, dass die Skins sehr beliebt sind, haben sie deswegen nochmal jetzt zurückgebracht. Besonders von den Lebkuchen-Skins hier würde ich mir einen der beiden auf jeden Fall holen. Ich persönlich finde die weibliche sogar noch ein bisschen cooler. Also ja, vor allem, weil sie auch noch diese verbrannte Variante haben, finde ich die sehr cool. Und dann kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal den Fragplünderer drin für 1500 V-Bucks. Den Skin selbst finde ich nicht gut. Den würde ich nicht empfehlen. Die Flasche hinten, dieser Backpack ist sehr, sehr nice. Der gefällt mir. Spielt zum Beispiel gern zur Schnorche aufs Frau, aber ich weiß nicht, ob ich mir deswegen jetzt den Skin holen würde. So geil ist das dann doch nicht. Also den würde ich nur holen, wenn man jetzt zum Beispiel Schnorche aufs oder so viel spielt. Ansonsten würde ich den Skin eher nicht holen. Dann haben wir noch den Süßkammgleiter drin für 800 V-Bucks. Eigentlich ein ganz schicker Gleiter. Dann haben wir noch die Turmspezialistin für 800 V-Bucks. Auch die ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe mir die beiden Sachen nicht geholt. Einfach weil ich weiß, dass ich sie persönlich nicht so häufig spielen werde. Sie schaut halt für mich so ein bisschen sehr casual aus. Also man erkennt kaum, dass das ein besonderer Skin ist. Deswegen habe ich mir den, wie gesagt, noch nicht geholt. Dann haben wir noch den Pressluftspalter, den würde ich am liebsten nochmal zurückgeben. Leute, kauft euch nicht diese Hacke, ich finde sie ultra hässlich. Ich finde die Farbe hässlich, ich finde das Design nicht geil und auch die Größe einfach, die ist viel zu groß, viel zu klobig, spiele ich nicht gern. Ja, würde ich also eher nicht empfehlen. Und dann haben wir das Highlight des heutigen Tages. Und zwar den neuen Dance, ein neuer Emote für 500 V-Bucks. Er heißt Sauberer Groove und ich würde sagen, ich spiele einfach mal direkt ab. Ja, ist okay, würde ich sagen. Für 500 V-Bucks geht es gerade noch so. Ich finde ihn jetzt nicht besonders krass. Ich kann auch nicht genau einschätzen, was das sein soll. Es ist so Elektromusik, aber der Tanz ist irgendwie sehr merkwürdig. Im Stream hat jemand geschrieben, dass das irgendwie ein afrikanischer Tanz ist, aber dafür ist auch ein bisschen Hip-Hop mit dabei. Also dann dabbt er, glaube ich, einmal kurz. Also sehr merkwürdig gemachte Tanz. Weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich werde ihn mir gleich kaufen und ich werde ihn mir jetzt mal direkt kaufen, weil ich sammle ja alle Skins. Also ich will ja immer noch alle Skins haben, die es in Fortnite gibt. Alle Skins, alle Emotes, sorry. Deswegen, ja,
hole ich die halt. Ich werde auch bald mal wieder, oder was ist wieder? Ich werde bald mal ein Video dazu machen, zu allen Emotes, die es überhaupt in Fortnite gibt. Ich habe ja aktuell noch alle. Also, ja, werde ich euch gerne mal dazu ein Video machen. Der Emote, ja, ist okay. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Emote. Ich bin noch nicht so besonders überzeugt. Die Musik ist zwar nicht schlecht, aber ich finde die Bewegung jetzt auch nicht so besonders krass. Deswegen, ja, von mir nur eine mittlere Empfehlung. Ist auf jeden Fall kein Must-Have-Emote. Aber ihr könnt diesen Emote natürlich auch trotzdem gewinnen. Ich verlose ja alle neuen Items. Jeden Tag, wenn sie reinkommen, verlose ich die neuen Items. Heute könnt ihr diesen Emote auch wieder gewinnen. An alle meine Creator werde ich das verlosen. Heißt also, wenn ihr den gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur mein Creator-Code hier eintragen. Einfach nur Snoxy dort eintragen. S-N-O-X-H-I. Auch gerne mal neu eintragen, falls der nicht mehr drin steht. Unbedingt nachschauen, ob das noch eingetragen ist oder dann halt nachtragen. Also einfach nur Snoxy eintragen und dann ein Hashtag, sagen wir mal, Hashtag Groove heute. Einfach Hashtag Groove, so wie der Emote hier heißt, G-R-O-O-V-E. Mit einem Kommentar dazu, was ihr mir halt mitteilen wollt. Ich schaue mir wieder auch die ganzen Kommentare an. Also ja, danke an jeden, der hier Snoxy als Creator einträgt. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Slot des heutigen Tages. Nämlich haben wir da den Aufholen-Emote drin. Ja, für 200 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Ganz cooler Emote, benutze ich gern. Also kann ich ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Das finde ich ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, wie gesagt, lasst auch unbedingt ein Abo da. Ich mache das aktuell jeden Tag hier. Ich zeige euch jeden Tag den neuen Shop. Also ja, wenn ihr da nichts mehr verpassen wollt, unbedingt abonnieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Dauert nur eine Sekunde und ihr bekommt in Zukunft immer eine Meldung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich. Also auf jeden Fall. Dann löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich aber auch wieder diesen Cloak Shadow hier verlost. Und der Gewinner vom Cloak Shadow Skin ist der liebe 2K Twitch. Herzlichen Glückwunsch an dich. Schreib mir mal bitte eine Nachricht auf Instagram oder Twitter, dass ich dir deinen Code zuschicken kann, dass du den heute holen kannst. Und jo, dann würde ich sagen, könnt ihr wieder jetzt rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und jo, dann danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Wir sehen uns heute Abend wieder zum neuen Stream bis in den neuen Shop. Und jo, bis dann. Macht's alle gut und haut rein. Tschüss.